Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Marie und heute soll sich hier alles um den Sommer drehen. Vor 2 Wochen war nämlich offizieller Sommeranfang und ich möchte euch heute gerne so meine Tipps und Tricks weitergeben, wie ich mich im Sommer fit halte und mich in meiner Haut wohlfühle. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Fangen wir direkt mal mit dem Thema Sport an. Das ist ja immer so eine Sache, wenn es draußen eh schon super warm ist. Ich mache am liebsten Homeworkouts, die kann man dann vielleicht auch mal nach draußen verlegen. Und da zeige ich euch jetzt mal meine Lieblingsübungen. Los geht's mit Squats. Davon mache ich 20 Stück und dabei immer schön darauf achten, dass die Knie nicht über die Fußspitzen rausragen. Bei der nächsten Übung wird das obere Bein angehoben. Achte darauf, dass das schön gestreckt bleibt und das macht ihr dann 20 Mal pro Seite. Das geht richtig ordentlich in den Po, sage ich euch. Eine meiner liebsten Bauchübungen ist der sogenannte Russian Twist. Dabei lehnt ihr den Oberkörper leicht nach hinten und rotiert nach links und rechts. Das macht ihr 40 Mal. Das ist sehr anstrengend, aber auch wirklich richtig effektiv. Die letzte Übung bringt dann nochmal den Puls auf Touren. 40 Mal die Knie zu den Händen bringen. Und diese 4 Übungen wiederholt ihr dann jeweils 4 Mal. Und ich sag euch, dann seid ihr richtig schön ausgepowert. Kleiner Motivationstipp an dieser Stelle. Am besten schnappt ihr euch einen Trainingspartner, eine Trainingspartnerin, mit denen ihr das Workout zusammen machen könnt. So bricht man nicht ganz so schnell ab und kann länger durchhalten. Nach dem Workout darf dann natürlich auch eine erfrischende Dusche nicht fehlen. Wartet hiermit aber wirklich, bis ihr schon ein bisschen abgekühlt seid. Ansonsten fangt ihr direkt nach dem Duschen wieder an zu schwitzen. Ein Produkt, was ich hier super gerne verwende, ist die Nivea Pflegedusche Water Lily and Oil. Erstmal ist die Verpackung super hübsch und dann riecht es auch noch sehr, sehr lecker blumig. Da sind außerdem kleine Ölperlen enthalten. Und da wird dann die Haut auch noch gepflegt. Um im Sommer außerdem auch das Gesicht zu reinigen, kann man unter der Dusche das tägliche Waschpeeling verwenden. Die Haut wird porentief gereinigt, überschüssiger Talg wird entfernt und Hautglanz wird reduziert, sprich die T-Zone, also Stirn, Nase und Kinn, fangen dann später nicht so schnell an zu glänzen. Und diese mattierende Wirkung ist gerade jetzt im Sommer gut, da wir durch die hohen Temperaturen da eh schneller glänzen. Nach dem Duschen creme ich mich immer ein, gerade wenn man irgendwie im Sommer kürzere Sachen trägt und man die Beine sieht, dann möchte ich auf jeden Fall, dass die schön gepflegt aussehen. Die Essential Pflegelotion Kirschblüte und Jojobaöl riecht nicht nur gut, sondern pflegt die Haut auch noch, ohne sich danach aber klebrig oder ölig anzufühlen, sondern sieht einfach nur schön strahlend aus. Wer mich kennt, der weiß, dass ich ein riesen Gesichtsmasken-Fan bin und deswegen habe ich jetzt noch ein kleines Do-it-yourself für euch, wie ihr euch so eine Gesichtsmaske selber anmischen könnt. Für die Maske braucht ihr eine halbe Avocado. Die gebt ihr in ein Gefäß und püriert sie, bis sie schön fein ist. Die andere Hälfte könnt ihr im Kühlschrank aufbewahren. Dann gebt ihr außerdem 1 Esslöffel Speisequark dazu. Außerdem auch 1 Teelöffel Honig. Das Ganze wird schön vermischt und dann kommt noch ein bisschen Zitronensaft dazu. Die fertige Maske könnt ihr mit einem sauberen Foundation-Pinsel auftragen. So wird das schön gleichmäßig und ich sag's euch, das ist so angenehm und kühl, gerade jetzt im Sommer. Und eure Haut wird sich danach super zart anfühlen. Wenn die Gesichtsmaske dann abgewaschen ist, darf natürlich auch wieder die richtige Pflege nicht fehlen. Mein Favorit ist die feuchtigkeitsspendende Tagespflege von Nivea für normale und Mischhaut. Die sorgt für frische und geschmeidige Haut und hat außerdem Lichtschutzfaktor 15, was gerade jetzt im Sommer echt wichtig ist. Neben Sport und der richtigen Pflege ist für mich im Sommer zum Wohlfühlen aber auch leckeres Essen sehr, sehr wichtig. Deswegen habe ich für euch jetzt noch 2 gesunde Snack-Ideen, die ihr euch so zwischendurch mal machen könnt. Snack Nummer 1 ist ein mega leckerer Wassermelonensalat. Dazu braucht ihr natürlich erstmal Wassermelone, die ihr in Würfel klein schneidet. Dazu gebt ihr dann ein bisschen Basilikum und Feta. Diese Kombi ist so lecker. Abgeschmeckt wird alles mit Essig, Salz und Pfeffer. Dann nur noch gut durchmischen und ihr habt einen sehr leckeren, außergewöhnlichen, erfrischenden Salat, der euch mit viel Flüssigkeit versorgt. Und dann möchte ich euch noch diese Zucchini-Chips zeigen, die auch sehr lecker und super schnell gehen sogar. Ihr müsst einfach nur eine Zucchini reiben, sodass schön dünne Scheiben entstehen. Die gebt ihr auf ein Backblech und beträufelt sie mit etwas Olivenöl. Dann kommen außerdem noch Salz und Pfeffer dazu und ein bisschen Paprikapulver. Das Blech gebt ihr dann bei 200 Grad für ca. 15 Minuten in den Ofen. Das kommt immer ein bisschen auf den Ofen an, also beobachtet das einfach. Und schon sind die lecker knusprigen Zucchini-Chips fertig. Oh mein Gott, die schmecken so gut, sage ich euch. Yummy. Und jetzt habe ich Hunger. Wenn ihr außerdem eins der Rezepte nachmacht und ein Bild davon postet, dann vergesst nicht, den Nivea-Channel und mich darauf zu verlinken auf Instagram. Das freut uns nämlich immer sehr, wenn wir sehen, dass euch das irgendwie inspiriert hat. Ich freue mich außerdem auch, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst, wenn es euch gefallen hat. Den Nivea-Channel könnt ihr hier jetzt abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und hier gibt's mehr von mir zu sehen. Dann freue ich mich, wenn wir uns da sehen oder auch im nächsten Video. Wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!